Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transimvert 4, der Dennis spielt das. Wir befinden uns hier auf der Strecke Dresden-Riesa, Nahverkehr Dresden, und wir befinden uns in Riesa. Und ich habe heute mal was ganz Besonderes vorbereitet, und zwar wieder mal ein selbst erstelltes Szenario. Und unser Zug ist heute ein Fernzug, und zwar der EC 379, der ja wirklich in Wirklichkeit von ja, Berlin-Spandau bis nach Dresden Hauptbahnhof oder über Dresden Hauptbahnhof bis nach Prag fährt. Und ich habe mir gedacht, wir machen das heute mal ein bisschen ähnlich oder ein bisschen anders. Ganz so können wir es ja nicht simulieren, aufgrund Fahrzeugmangel und auch Streckenmangel. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das heute mal so in Form von einer 101 in Europa Repaint und hinten dran natürlich auch dementsprechend Europa Wagen, also im Europa Repaint hinten dran. Natürlich, ihr könnt es vielleicht schon erahnen. Haben wir auch unsere 101 in Europa Repaint dran gehangen, und hier fährt auch schon gleich, ihr seht es, der nächste Fernzug ein. Also ich habe heute mal ein bisschen dafür gesorgt, dass wir hier wirklich Leben am Bahnhof haben. Also der fährt hier gleich ein. Ihr seht es vielleicht jetzt hier, der auch ein weiterer Eurocity, gezogen von einem 101 und SBB-Wagen. Ein ICE3 ist dort auch noch zu finden. Ich würde sagen, wir verlassen den Fotomodus jetzt gleich, und dann fangen wir damit an, den Zug aufzurüsten, die Fahrgäste einsteigen zu lassen und uns dann auf den Weg nach Riesa zu machen. Wir haben einen Zwischenhalt oder zwei sogar in Dresden-Mitte und Dresden-Neustadt und haben dann die Aufgabe, in den Dresdner Hauptbahnhof einzufahren. Ja, das soll ja einer der schönsten Bahnhöfe oder der schönsten Strecken hier beim TSW 4 sein, habe ich mir auf jeden Fall sagen lassen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, machen wir doch da einfach mal ein Szenario von. So, würde ich sagen, los geht's. So, da eben, ihr seht's, da tut sich einiges. Wir haben aber die Aufgabe jetzt hier, unseren Zug aufzurüsten. Das machen wir natürlich. So, erster Halt ist natürlich Dresden-Neustadt. Also wir fahren nur über Neustadt, nicht über Mitte. So, da fährt der EC ein. Wir schließen hier mal die Türe und dann rüsten wir mal unseren Zug auf, würde ich sagen. Zack, 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 zack. So, dann können wir uns hinsetzen und den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. So, AFB, Türen öffnen. AFB, AFB, Störung, Störung. Das Ganze auf 40 machen. So, dann können wir noch die Zugsicherungssysteme einstellen, selbstverständlich. So, Sicherung aus PCB aus, was soll das denn? Ach ja, die habe ich ja gerade. Ach, Trottel. Ja, jetzt haben wir es. So, ich würde sagen, können wir auch schon fast abfahren. Der EC steht da. Wir sollten uns auf den Weg machen, damit wir dem Fahrplan nicht im Weg stehen. Das heißt, wir verriegeln die Türen. Und ja, dann können wir doch, glaube ich, auch losfahren. Ist das jetzt an mir? Warum du nicht willst? Ach, ich weiß warum. Der hat die AFB wieder nicht gepackt. Ach, es ist doch zum Mal gekotzen. Jetzt. Das ist echt ein Problem bei dem Zug hier. Bei der 101. Jetzt. Das war das Problem. Okay. Zugbeeinflussung.
Wunderschön, wunderschön. So, wann hat der hier Ausfahrt? Steht nicht dran. Naja, wir werden es erleben. So, wir dürfen auf jeden Fall schneller fahren. Machen wir 120. Sie fahren. Na, er kann nicht fahren, weil er nicht fährt. Naja, den habe ich glaube ich auf 11:20 oder sowas gesetzt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Meine wohl, dass es 11:20 war. Noch tut sich da nichts. Ah, jetzt er darf. Jetzt fährt er los. Wunderschön. Wunderschön. So, jetzt darf der ICE fahren. Ihr habt es gesehen, das Signal ist umgesprungen. Wunderschön. Wunderschön. Unser Europazug. So, er fährt da und er hat noch rot, selbstverständlich. Das wird sich auch bald geben. Jetzt darf er. Dann folgen uns also jetzt zwei Züge. Übrigens die Original-Abfahrtzeit von diesem Zug, 11:16 Uhr. Das kann man hier auf die Minute nicht simulieren. Man kann ja immer nur in 5-Minuten-Schritte die Uhr einstellen, aber ich denke, wegen einer Minute braucht man sich da jetzt nicht anstellen.
Das ist der BC, der uns folgt. Da fährt der ICE. Sehr schön, sehr schön. Da steht auch was. Da steht auch was Feines. Ah, ein Güterzug, den habe ich da hingestellt. Wunderbar. Das hat auch funktioniert. Perfekt. Gezogen von einer Vectron. Eben, das ist grün Repaint. Wunderschön. Wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Ach, wir hätten 130 fahren dürfen können, egal. Das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Da fährt der. Da fährt der ICE. Also die haben schon gebührenden Abstand zueinander und auch zu uns. Ah, unsere Cola-Dose ist auch wieder da. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Erstmal einen Schluck nehmen. So, 28, 60. Beeinflussung. Und gleich ein Gleiswechsel, werden wir vielleicht sogar überholt. Was ist jetzt hier los? Warum 60? Also der EC hat den Güterzug bereits passiert. Wir sind hier. Uns befreien.
tatsächlich Gleiswechsel, war klar. Schon was erkennen, ob da irgendwas kommt. Nee, ist noch zu weit weg. So, nach wie vor 60 in den Gleiswechsel, den wir hier erneut vornehmen. Jetzt fahren wir links rüber. Ah, ganz links. Wunderschön, wunderschönes Bild. Das muss man einfach mal so sagen. Kompletter Europazug. Genial. Also er ist uns schon auf den Fersen, wenn ihr mal so guckt hier. Ist nicht mehr allzu weit weg. Also er könnte uns schon durchaus noch einholen. Weil wir es noch irgendwie gezwungen sind kassieren oder so, dann könnte das schon tatsächlich so sein. Das Einzige, was ich gerade wieder feststelle, was sehr schade ist, die hintere Lok hat leider den falschen Pantograben. Naja, man kann nicht alles haben.
gleich wieder mal 60. Ich denke mal, da werden wir wieder das Gleis wechseln. Aufs Richtige. Im Moment fahren wir ja auf dem Gegengleis. Ich denke, dass wir dann gleich wieder rüber wechseln werden. Das heißt, wir werden jetzt mal hier geschmeidig unterbremsen. So. Der EC ist hier, aber wo ist der ICE? Ist der denn überhaupt abgeblieben? Das ist ja ganz schön weit ab. Das wird der Güterzug sein. Den habe ich irgendwie verloren. Na ja. Sind wir. Das ist der EC. Keine Ahnung. Naja, egal. Dann ist er halt weg. Übrigens spielt dieses Szenario am 9. April 2024. Aus Gründen, die ihr vielleicht kennt. Wie gesagt, 11.16 Uhr Abfahrtzeit des EC379 nach Praha Hauptbahnhof. Von Berlin Spandau aus über Dresden Hauptbahnhof und so weiter. So, wir haben gleich 100.
Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, nur 20 dürfen wir wieder. Ne, noch nicht. Noch nicht. Das mit dem KI-Verkehr alles zu timen, das ist wirklich nicht einfach, das sage ich euch. So 12 Kilometer noch bis Dresden Neustadt. Dresden Mitte halten wir doch. Stimmt, Dresden Mitte kommt ja nach Dresden Neustadt. Stimmt, habe ich ja doch eingegeben. Ja. Genau so war's. Da kommt der nächste KI-Verkehr. Erkennt ihr es? Jawohl, die 628 habe ich hier einfach mal hingesetzt. Genial. Wie gesagt, man kann hier jeden Zug auf jede Strecke bringen. Das ist so geil. Kannst du sogar englische Züge fahren lassen. Das ist der absolute Hammer. Das ist so ein geiles Feature. Wunderschön, wunderschön. Da guckt mal, da kommt ein Fernzug, ICE3. Also so ein bisschen klappt das doch mit dem KI-Verkehr. So ein bisschen kann ich das dann doch anscheinend. Da steht doch auch was oder fährt was, oder? Ich jetzt lost. Das ist bloß eine Treppe. Das ist bloß eine Treppe. Okay. ICE sein. Das ist der Nahverkehrszug, die 628 mit den drei Einheiten und da kommt der EC. Sehr, sehr nice. Und der ICE muss wahrscheinlich warten, oder? Ja, der könnte eigentlich hier vorbeifahren. Ich weiß es nicht. Der hat auf jeden Fall rot, wie es aussieht. Der hat auf jeden Fall rot, wie es aussieht. Begegnen die sich jetzt auch? Wunderschön. Wunderschön.
So, dann nähern wir uns Dresden-Neustadt, unserem ersten Halt. Auf jeden Fall schon mal. Wahrscheinlich gleich, oder nicht wahrscheinlich, sondern wir müssen ziemlich sicher gleich quittieren. Oder habe ich mich jetzt komplett vertan? Nö, ich wollte was sagen. Dass wir auf jeden Fall quittieren müssen. Da kommt schon der EC. Wir werden uns gleich einholen. Spätestens wenn wir in Neustadt stehen. So ein Halbzeitsignal haben wir ja nicht, da braucht man nicht runter auf 40. So, da wäre Neustadt. Schön. Da wären wir. Jetzt bin ich gespannt, wann der EC hier einfährt. Da ist der ICE, ist gar nicht der EC. Ah, okay. Bitte durch oder habe ich den nicht stoppen lassen? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, der fährt durch.
Ich bin tatsächlich durch. Ja. Ist ja gar nicht der EC. Der EC hat irgendwo anders gestoppt. Na egal. Wir schließen die Türen. Eingeleitet. So, nächster Halt, Dresden Mitte. So, auf geht's. Ach, da kommt der EC. Da ist er. Sehr nice. Der hält aber hier. Genau, den habe ich hier halten lassen. Sie Ja. fahren. Sie fahren. Der stoppt in Neustadt. Oder den hält nur wegen dem roten Signal. Das kann natürlich auch sein. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Steht da noch? Der ICE ist wahrscheinlich schon in Dresden selber. Ja, da fährt er schon. Ist gleich in Dresden, also am Hauptbahnhof. So, wir halten jetzt noch ausnahmsweise Mitte, außerplanmäßig. Da seht mal, was ich da hingestellt habe. Was steht denn da Feines? Ein Flirt, Rabe 523 in Dresden. Ja, man kann machen, was man will. Wunderschön, wunderschön. So. Steht jetzt nur leider nicht dran, wann der Abfahrt hat. Dauert auf jeden Fall wohl noch ein bisschen. So, wir können die Türen verriegeln, dann tun wir das. Lösen die Bremse. Und dann schalten wir langsam auf.
Das sind die zehn. Ja. Der muss leider auf uns warten. Nützt nichts. So, durfte er mittlerweile? Ja, mittlerweile darf er. Sifa, Sifa. So, wir bleiben jetzt mal bei 40, weil eh nur noch 1,5 Kilometer bis zum Hauptbahnhof. Ich glaube, das lohnt sich dann auch nicht wirklich, das Beschleunigen. Zugbeeinflussung. Nee, bei 40. Gleiswechsel. Sehr schön. Sifa, Sifa. Und da wären wir am Hauptbahnhof. Perfekt. Was freue ich mich auf Dresden? Was freue ich mich auf Dresden? Dem heutigen noch 10 Tage. Noch 10 Tage. Egal. Dann bleiben wir halt so stehen. Wir öffnen die Türen an der rechten Seite. Stehen auch so ein bisschen außerhalb hier. Naja. Ist halt so. So, wo bleibt der Kollege? Steht hier.
Was nachgucken. Ah, seht mal. Ach, wie schön. Wollte doch sagen, muss doch irgendwo bleiben. Ach, richtig schön. Richtig schön. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. So, ich würde sagen, das war's dann mit diesem, genau, mit diesem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt ein schönes Wochenende, vor allem eine schöne, schöne Osterzeit. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.